Willkommen zur neuen Ausgabe von Fokus, Ihrem Talk auf Güstrow TV, ja, mit Themen aus der Region. Heute schauen wir mal auf das, ich sag mal, Tourismusjahr 2023. Ja, Wohnmobil, Camper, Hotel, wo geht die Reise hin? Und dazu habe ich natürlich wieder Gäste eingeladen, die sich damit auskennen. Zum Beispiel Detlef Hertsch, ja, vom Hotel am Tierpark aus Güstrow, Familienunternehmen mit zusammen. Wer ist da alles dabei? Da ist meine Ex-Frau mit bei, da ist mein Sohn mit bei, da ist meine aktuelle Frau mit dabei. Also ist ja wirklich Bundesfamilienunternehmen. Und es funktioniert. Ja, das funktioniert gut. Toll, ja, wunderbar. Dann gucken wir mal gleich rüber. Ohne Frau an der Seite, aber mit mir als heute mein Beifahrer Ronny Soldwedel vom Autohaus Nord. VW ist so deine Marke, die du heute vertrittst? Das ist meine Marke und die begleitet mich im Prinzip schon seit 1998. Ja. Und immer feste dabei. Auch so ein Bobbycar als VW schon gehabt? Oder? Damals gab es sowas zu meinen Zeiten noch nicht. Okay, ne? Kommt dann später mit der Wende. Aber der Sohnemann hat eins bekommen. Genau. Ja, und Frank Günther. Aber wer ist Frank Günther? Alle kennen ihn unter Theo. Und du bist mit Wohnmobil heute angereist, sozusagen. Ja, ich habe draußen Wohnmobil zu stellen. Davon habe ich insgesamt 3 Stück. Und das werden wir uns nachher dann mal in Ruhe anschauen. Ja. Weil du zu Hause rausgeflogen bist oder warum Wohnmobil? Nein, ich habe gesagt damals, ich möchte die Firma weit streuen. Man kennt mich ja eigentlich unter DJ Theo, der mit Veranstaltungen zu tun hat. Nicht? Aber dann arbeite ich seit über 20 Jahren auch noch in der Baufirma für die Firma Schindler. Wahnsinn. Und habe gesagt, Wohnmobile, dafür habe ich sehr viel Interesse gehabt, gerade durch meinen Hobbysport. Ja, okay, logisch. Nicht? Und das ist eine feine Sache und das ist ein Boom und das läuft eigentlich sehr, sehr gut. Ja, ist es ein Boom? Da werden wir auch mal drüber schauen. Denn aus Karlsruhe heute zugeschaltet ist Marion Landwehr. Marion, hörst du uns, siehst du mich? Ich höre und sehe euch, ja. Super. Hallo. Wie kommt man im Prinzip als eine Dame aus Karlsruhe auf die Idee, einen Reiseführer über Mecklenburg-Vorpommern zu schreiben? Naja, ich wollte da eigentlich immer schon hin und mit dem Boom, der eben jetzt in der Reiseführer, in der Wohnmobilbranche stattgefunden hat, hat sich das dann gut ergeben. Der Verlag, für den ich hauptsächlich arbeite, wollte da auch ein Projekt machen und ja, dann waren wir ein paar Wochen da oben und haben uns umgeschaut und dabei kam der Reiseführer raus. Okay, du bist vom Beruf her genau was? Ich bin eigentlich Journalistin, aber in den letzten 10 Jahren hat sich's komplett in die Richtung Reisejournalismus entwickelt. Reisejournalismus, okay. Gibt's ein Land, gibt's ein Land, was du noch bereisen wollen würdest? Können wir dir schon mal helfen? Ich würde gerne mehr meine Fühler nach Spanien und Italien ausstrecken. Ja, super. Dann drehen wir mal die Landkarte jetzt einmal um und dann passt es schon. Nein, wir sprechen mit dir heute über Mecklenburg-Vorpommern, auch genau, wo du warst. Und deinen Reiseführer hast du dabei? Hast du den im Blick? Hab ich, ja. Das ist der. Ach, da guck. Okay. Nicht schlecht. Super. Reden wir nachher drüber. Vielleicht ist ja sogar was drin. Kennst du Güstrow denn? Also warst du in Güstrow? Ja. Ja, klar. Natürlich. Gut. Und wo hast du geschlafen? Auch im Wohnmobil, im Camper oder im Hotel? Die ganze Zeit auf dem Campingplatz im Wohnmobil. Okay. Ja, sonst macht es ja keinen Sinn. Also, stimmt, wenn man einen Reiseführer über Camping schreibt, okay, logisch. Genau. Super. Ja. Jetzt gucken wir aber erstmal ins Hotel. Habt ihr denn gemerkt, wenn man so hört vom Boom Richtung Camper, Wohnmobil, also merkt man das als Hotelier, nanu, wo bleiben die Gäste, die kommen nur noch alle mit Wohnmobil? Oder ist es im Prinzip, die mit Hotel nichts anfangen können, sind eh ohnehin auf dem Wohnmobil und die Hotelgäste bleiben immer Hotelgäste? Ja, also in unserem besonderen Fall haben wir ja unser Hotel sogar, es war im Jahr 2007, um einen Wohnmobilstellplatz erweitert. Das ist ja clever, ja. Nicht, weil uns vorher oder so oder durch den Boom in die Caravaning-Branche hinein uns einfach Gäste fehlten, sondern weil es ein sinnvolles Angebot ist. Wir haben eine komplette Hotelinfrastruktur vor Ort, also einschließlich Restaurant, einschließlich Frühstück, wir können Brötchenservice anbieten. Und so kamen wir halt auf die Idee, das zu tun, weil wir selber auch begeisterter Caravan-Urlauber sind, haben mal in den Staaten so eine Rundfahrt mit einem gemieteten Wohnmobil gemacht. Und dort sind diese Stellplätze, genannt Campgrounds, sehr verbreitet. Und das hat uns so begeistert, dass man da ganz unkompliziert rauffährt. Dann kommt einer vorbei, kassiert einen Zehner und dann fährt man halt oder man bleibt einfach dort.
Und da haben wir gesagt, das können wir auch. Wir mussten sowieso ein bisschen was an unserer Einfahrt verändern, an der ganzen Situation. Da haben wir noch 30 Stellflächen mit angelegt. Und so Camper hat auch Hunger, das weißt du jetzt. Der will Frühstück essen. Camper hat Hunger, der möchte sein Schneckenhaus, mit dem er unterwegs ist, nicht verlassen. Nicht so okay. gerne. Und der geht dann nicht bei uns im Hotel schlafen, um dann mit dem Camper weiterzufahren. Ja. Und für den haben wir dann speziell noch so einen kleinen Sanitärbereich eingerichtet, wo er seine Privatduschen hat, wo er seine ja. Gemeinschaftsduschen hat. Und kriegt sein Frühstück. Und er kann bei uns frühstücken und zu Abend essen, ganz genau. Ach ja, also schon mal. Aber es ist im Grunde, um auf die Frage nochmal einzugehen, es ist ein anderer Gast. Ja, okay. Mit anderen Präferenzen. Einer, der sehr viel herumreist, währenddessen der im Hotel Urlaub macht, der hat einen großen Koffer mit, da hat er keine Lust, den jeden Tag zu packen. Ja, aber trotzdem willkommen und das ist natürlich schön zu wissen, wenn man weiß, man hat in Hotelnähe mit allem Pipapo dann auch seinen, ja, Campingplatz, sein Campingparkplatz, Camperparkplatz, wie heißt ja, das? Ja, Caravanplatz. Stellplatz, sagt Stellplatz, man okay. Gut, dann gucken wir mal Richtung VW. Ihr habt jetzt ja keine typischen Wohnmobile. Das sind ja so andere, so wie Detlefs, Hümer und so weiter, die bauen ja, oder Fiat, die bauen ja die großen Wohnmobile. Aber ich weiß, so damals dieser Gedanke an Freiheit, hat VW ja damals schon immer so einen kleinen Bulli gehabt. T1 oder was vom, war das? Genau, vom so, T1 dieses angefangen. Dieses Symbol der Freiheit genießen. Ist es so, dass es bei VW geblieben ist, dass daraus dort die heutigen Camper geworden sind? Also ich denke schon, dass das so geblieben ist. Wir haben die Modellpalette ja erweitert. Wir haben jetzt im Prinzip den Caddy auch als Kalifornier. Wir haben auch den Crafter als Kalifornier. Der Crafter ist dann doch Richtung Reisemobil. Mhm. Der Caddy und der Kalifornier ist so mehr das Freizeitmobil. Wir bekommen auch einige mit Küche, ohne Küche ausgestattet. Mit Küche sogar schon? Ja, ja, ja. Für ja. mich wäre wichtig, immer einen Kaffeekocher dabei. Also wir haben zum Beispiel im Caddy, da gibt es so eine kleine Miniküche mit einem Kocher. Da kann ich dann mein Wasser warm machen, kann meinen Kaffee fertig machen. Im Crafter sieht es ja schon ein bisschen anders aus. Da habe ich auch, ist im Prinzip auch so wie seine Wohnmobile aufgebaut, mit Küche, mit Toilette. Dann haben wir den T6 California. Den gibt es auch mit Küche. Aufstelldach mit, also da können auch 4 Personen schlafen. Welches Mobil hast du heute uns mitgebracht? Ich habe heute den T6 California mitgebracht, den Beach mit Aufstelldach. Genau, da gucken wir mal gleich, wie es so aussieht. Das ist ein Bild von ihm. Was kann so ein Aufstelldach? Also kann ich denn das Sternzelt mit beäugen oder sowas? Oder liege ich da einfach und freue mich, dass ich im Prinzip mal mehr Kuschelzone habe mit meiner Frau? Oder was ist so dieses Faszinierende an diesem Aufstelldach? Also das Schöne ist, zum einen, es ist genügend Platz für 2 Personen oben. In der Front kann ich im Prinzip das Fenster aufmachen, einmal komplett runter und ich habe den Blick auf die Sonne, auf den Sonnenaufgang, auf den Sonnenuntergang, bin am Wasser. Wenn ich so parke, heißt das? Natürlich. Das ist natürlich parke. Dafür das ist muss man da. Wissen vorher. Ja, genau, das muss genau. man wissen und dafür ist es da. Und das ist wirklich schön. Ich sag mal, wenn man morgens aufwacht, die Sonne scheint und man genießt das am Wasser. Also wie gesagt, es brauche ich einen extra Strom oder kann ich denn im Prinzip, egal wo ich stehe, kann ich auch erstmal parken oder brauche ich im Prinzip dringend einen Stromanschluss? Nein, dringend wird kein Stromanschluss gebraucht. Es sind 2 Batterien verbaut. Wo genug Strom halt für 1-2 Tage vorhanden ist, muss ich sicherlich ein bisschen mit einfuchsen. Ansonsten haben wir aber auch die Möglichkeit für einen Campingplatz, da ist eine 230 Volt Außensteckdose mit bei, okay. Sodass man dann auch immer halt genug Strom an Bord hat. Ah, super. Theo. Das ist so ein bisschen, wir haben schon die Übergabe so ein bisschen an dich gemacht zu deinen Wohnmobilen. Wann gabst du diesen ersten Boom, dass du gesagt hast, oh Gott, jetzt muss ich aufrüsten? Du hast momentan 3 Wohnmobile in der Vermietung. Ja. Wie lange ist die voll? Also wenn ich jetzt heute ein Wohnmobil bei dir miete, wie lange müsste ich warten? Ich habe schon letztes Jahr Anfragen gehabt für dieses Jahr, weil Leute, die ein Wohnmobil bei mir gemietet haben, eigentlich sehr begeistert sind und schon dann für nächstes Jahr wieder reservieren. Und für die Ferienzeit hier in Mecklenburg, da habe ich schon sehr viele Wohnmobile vermietet. Gut. Und bei mir ist natürlich, alles hat einen Vorteil. Ein Hotel hat einen Vorteil. Ich schlafe auch im Hotel mitunter. Wenn ich 1-2 Nächte bei Spitwerenn jetzt in Warschau, in Torun bin, ich brauche nicht mit so einem großen Wohnmobil, nicht solche weiten Strecken fahren, ja. nicht, dann schlafe ich auch im Hotel. So hat alles Vorteile. Was erwartet denn so ein typischer Wohnmobilnutzer an Mindestausstattung? Also was muss drin sein? Was Mindestausstattung ist genau das richtige Wort, was du jetzt ansprichst. Bei Wohnmobile
nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Aber das Mindeste, was erwartet wird, natürlich Kühlschrank, Gefrierschrank, dass man kochen kann. Ja, Gefrierschrank, ja? Ja, na, okay. Selbstverständlich. So. Selbstverständlich. Auch im Bereich Wohnmobile gehört auch ein Gefrierschrank dazu und so weiter. Dass man kochen kann, also ein Drei-Flammen-Herd, den zeige ich dir nachher alles. Ja. Toilette, cool. Waschen sowieso. Fernseher sollte auch mit drin sein, wenigstens Nachrichten schauen. Ja. Und auch vor allen Dingen gerade, wenn hier in Mecklenburg und unterwegs Fahrradständer, Gepäckträger, mindestens mit 3 Fahrrädern. Auch, ja. Das sollte man haben. Aber und wahrscheinlich hinten dran und nicht auf dem Dach. Das nicht auf dem Dach, nein, hinten. Aber das zeige ich dir nachher, das stelle ich dir dann persönlich nochmal vor. Oh, lässt sich auch alle schnell aufbauen. Und sehr schön. Dann frage ich mal, Marian, mit was für einem Gefährt wart ihr denn unterwegs? Als Familie oder du alleine? Mein Mann und ich und unser Hund waren unterwegs. Und ja, wir haben angefangen mit einem Mercedes Marco Polo. Der hat auch dieses Aufstelldach, ähnlich wie es vorhin für den VW beschrieben wurde. Und ja, aber jetzt die neuesten Reisen für Wohnmobilreiseführer habe ich mit einem Fahrzeug von Hümer gemacht. Okay, das heißt schon etwas die noblere Ausstattung. WC-Dusche getrennt, das gibt es ja auch alles in einem oder mittlerweile gibt es ja auch die neuesten, haben ja Dusche extra, WC extra. Wie war es bei dir? Wir waren noch zusammen. Dusche, zusammen. WC waren zusammen, ja. Also Spülung oben, Spülung unten, sozusagen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber muss ein Abenteuer sein. Was war denn so die Referenzwerte? Worauf hast du beim Campingurlaub geachtet, was so nachher sinnbildlich für den Reiseführer war? Also was waren so im Prinzip die Parameter, was vielleicht ein Leser eines Reiseführers interessieren sollte oder interessiert? Einmal die Auswahl der Camping- oder Stellplätze. Ich habe da ein bisschen meine persönlichen Referenzen auch im Vordergrund gehabt. Ich bin nicht so der Fan von den Halligalli-Plätzen mit Animation und Vollbespaßung, sondern eher so die stillen, naturnahen Plätze, auch am Wasser. Das ist ja natürlich die Seenplatte prädestiniert dafür. Das auf jeden Fall. Und dann habe ich halt in den Regionen geguckt, was gibt es da, was kann man anschauen, was sind die Attraktionen und habe halt versucht, ein breit gefächertes Programm für jeden Geschmack zusammenzustellen. Okay. Also, dass man praktisch als Wohnmobilist da hinkommt, die Route abfährt und weiß, wenn ich jetzt morgen nach Güstrow fahre oder übermorgen an die Müritz, dann kann ich da und da und da das rechts und links anschauen. Genau. Jetzt ist das Buch ja doch relativ dick, habe ich gesehen. Wie viele Campingplätze hast du in Mecklenburg-Vorpommern im Prinzip befahren dürfen? Oh, das waren viele. Ja, ich sehe das gerade. 20, 30. Ja. Gab es ein Highlight? Also hast du gesagt, das ist so wirklich mein Favorit oder gab es so mehrere, wo du sagst, auch Mecklenburg lohnt sich generell? Das waren mehrere, also ja, lohnt sich generell, weil von den Plätzen, die ich jetzt eben skizziert habe, gab es da halt viel, viel mehr als in jeder anderen Region, die ich kenne. Und einer meiner Starplätze war der Stellplatz von Schwerin. Der war so ein bisschen außerhalb gelegen und das war ein Traum, wirklich. Also direkt am Wasser, die Boote direkt vorm Auto geschaukelt. Also das war echt herrlich. Das war gar nicht gedacht, Schwerin? Ach, guck an. Okay. Also nicht es war wirklich außerhalb vom Stadtgebiet, aber man ist gut mit dem Fahrrad, aber ich glaube sogar auch zu Fuß in die Stadt gekommen. Das ging. Okay. Theo, von wo aus, also buchen Mecklenburger deine Mobile oder rufen auch zum Beispiel aus Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, rufen sich dort an und sagen, ich brauche hier oben ein Wohnmobil, Theo, kümmere dich. Nein, das läuft so gut nicht. Also ich habe noch nie Werbung gemacht. Das sind fast alles nur Güstrower. Und das läuft absolut auf Empfehlung. Genau. Wenn die Leute zufrieden sind, dann empfehlen sie einen weiter. Aber die fahren dann im Prinzip nicht Mecklenburg ab? Die fahren dann, wie gesagt, dann in die Berge oder wo fahren die hin? Nein, also das ist vollkommen unterschiedlich. Also in den Ländern bin ich noch nicht gewesen. Also die Wohnmobile sind schon in Ungarn, Kroatien sehr viel gewesen, Norwegen. Hast du da die Schwellen, Angst, dass Dänemark. So ein Ding mal kaputt zurückkommt? Oder, hast du so, oder wie läuft sowas? Müssen die. Es gibt ein Sprichwort und das heißt eigentlich, Born macht auch Sorgen. Okay. Nee, und ich schaue mir die Kunden schon vor an. Ah, okay. Bei mir gibt es Mindestmietzeitraum von einer Woche und länger. Weil ich nicht möchte, die Wohnmobile kosten sehr, sehr viel Geld heutzutage. Und ich erwarte von den Leuten, dass sie
nicht zu einem Rockkonzert, zu einer Goa-Party hinfahren, nur übers Wochenende. Ja. Deshalb mindestens eine Woche. Und ich warte auch vom Kunden, und das sage ich denen auch, man unterhält sich ja vor. Die Leute gucken sich auch 1, 2, 3 Monate vor das Wohnmobil an. Dann sage ich, bitte bringen Sie auch Ihre Frau gleich mit und so weiter. Weil ich genau weiß, jeder, der sich das Wohnmobil angeguckt hat, hat immer ja gesagt. Und die haben das genommen. Das wäre ein idealer Ort zum Heiratsantrag, war? Jeder, der hat ja gesagt. Das ist ja toll. Auf jeden Fall, es hat Camping auch was mit Romantik zu tun, all das drum und dran. Ich nutze auch die Wohnmobile mal, aber mein Traum ist es wirklich mal 3 Wochen an der masurischen Seenplatte zum Beispiel schön im Urlaub zu fahren, Ruhe haben, die Landschaft zu genießen, Wasser genießen. Bin ja eine Wasserratte eigentlich. Das wusste ich ja noch gar nicht. Okay. Ja, gut, Angler auch. Ja. Mein Hobby gehe ich dieses Jahr, habe ich gesagt, gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ja. Ich möchte dieses Jahr zurücktreten. Wir würden es dir gönnen, und dann machst du aber auch einen Reisebericht wie die Marion, ne? Dass wir ein bisschen wissen. Willst du ich kann berichten dann darüber. Berichten. Okay. Aber es gibt halt so viele schöne Gegenden, nicht? Also sehr, sehr viele Leute von mir. Kommst du überall hin, ne? Ja. Sozusagen. Kroatien. Das ist ja eigentlich weltweit ausgebaut, das Netz, oder? Ja. Okay. Ah, eins wollte ich vielleicht mal sagen. Ja, gerne, darfst du. Wohnmobile sind, um Urlaub zu machen. Ich habe letztes Jahr jemanden gehabt, der wollte eine Familie 14 Tage das Wohnmobil mieten, wollte zum Nordkap hochfahren. Ja, wenn man weiß, das ist über 2500 Kilometer eine Tour, und die wollten die eine Tour so fahren, die andere Tour so, habe ich gesagt, Leute, ihr fahrt eine Woche da hoch mit wieder zurück. Das geht nicht, das ist kein Urlaub. Nee, da musste ich leider Nein sagen. Auch erwarte ich, dass nicht geraucht wird. Ja. Ganz, ganz streng. Ich habe letztes Jahr einmal am Bekannten ein Wohnmobil vermietet. Der nächste absoluter Nichtraucher. Okay. Der hat sofort festgestellt, dass geraucht wurde. Das sind Leute, die kriegen nie wieder ein Wohnmobil. Das sind die zu teuer. Also auch du hast deinen Anspruch, und das sollte jeder Wohnmobilnutzer auch haben. Ich erwarte von dem Mieter, dass er mit den Wohnmobilen so umgeht, als wenn das sein eigenes wäre. Ja. Und wenn ich das Gefühl nicht habe, dann sage ich den Leuten das. Apropos sein eigenes. Jetzt haben wir gehört, Festivals und Co. fallen aus. Ihr verkauft oder vermietet ihr auch? Wir haben bis vor kurzem auch vermietet. War das denn so diese, man kennt ja diesen alten VW-Bus und dann auf diesen Festivals und dann feiern sie? Oder also so? Das war jetzt weniger der Fall. Das war doch eher dann halt das Reisemobil, der Crafter. Den hatte ich ja zwischenzeitlich verkauft. Und leider Gottes ist die Situation so, dass wir nicht so schnell wieder an neue Fahrzeuge rankommen. Es sind halt sehr lange Lieferzeiten, Wartezeiten. Ist alles in Planung wieder. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Was wäre so jetzt die Zielgruppe für den Crafter, wenn man sagt, ist es ja nicht der klassische Familienurlaub, sondern wollen die einfach mobil sein und die Welt erkunden? Na, das hängt mit den Modellen zusammen. Ne? Wenn wir jetzt so den Caddy nehmen oder den California, das sind so junge Pärchen, Freizeitsportler. Aber wie gesagt, wenn man jetzt mal richtig schaut, ist es von jung bis alt. Also alles auch, dabei, ja? Ja, auch, ich sag mal, ältere, junggebliebene. Älter, ne? Das ist das Thema. Ja, auch mit dem California fahren sie auch durch die Gegend, machen Urlaub. Der Crafter, wie gesagt, das ist, wie gesagt, auch mehr halt das Reisemobil dann nachher zum Urlaub machen. Also das zieht sich durch alle Generationen durch, dieses Fahrzeug. Ne? Für wie viele Personen maximal wäre euer Fahrzeug so aus? Also kann man auch mit 4 Leuten, oder sagt man, nee, oben wird geschlafen, unten wird, ich sag mal, gelebt? Ja, also wie gesagt, mit 4 Leuten ist es auch nicht das Problem, kann man machen. Gut wäre natürlich 2 Erwachsene, 2 Kinder. Also unten kann auch umgeklappt werden, dass halt unten 2 Personen schlafen können. Ja. Oben im Aufstelldach dann auch 2. Da hätte ich mal Angst, weil manchmal komme ich ja so morgens unbewusst, Wecker klingelt, man geht hoch. Oder gewöhnt man sich daran, dass man irgendwie rauskrabbeln muss? Wie läuft denn das? Ja, nach dem ersten Mal gewöhnt man sich mit Sicherheit dran. Ne? Da weiß man Bescheid. Ne? Aber so tagsüber auch, wenn das Bett, das Aufstelldach oben nicht gebraucht wird, es kann hochgedrückt werden und man hat Stehhöhe im Fahrzeug dann. Ne? Sicherlich auf etwas kleinerem Raum, nicht so wie im Wohnmobil. Ah. Aber das ist, dafür ist das Auto ja auch nicht da. Fahren im Stehen. Ne? Der Vorteil ist halt, im Alltag, ich habe ein ganz normal alltagtaugliches Fahrzeug, kann überall mit hin. Ich kann in 2 Meter Tiefgaragen fahren mit dem T6. Okay, wichtig, ja. Okay. Ja. Genau. Mhm. Mindestausstattung, ich weiß ja, die meisten, die auf viel reisen, Navigationssystem und Co. Was ist so immer, was ist
immer drin? Also was ist so Standard oder was könnte man zubuchen? Also wie gesagt, die ganze Sicherheitsausstattung, alle Fahrassistenzsysteme sind mittlerweile ein Standard. Alles andere nachher wie zusätzliche Standheizungen, LED-Licht und. Also wie beim normalen Wohnmobil sind auch natürlich beim California keine Grenzen gesetzt. Ich kann ein Fahrzeug Preis X bis hoch aufbauen. Das ist so, wie jeder das gerne haben möchte. Aber wie gesagt, ich habe meinen Standard drin. Dafür haben wir ja verschiedene Modelle. Es gibt ja nicht nur den Beach, es gibt auch den Ocean und den die Coast. Die klingen alle schon so nach Singapur. Ja, natürlich. Mit dem Horizont. Das ist so Beach ist so das Einsteigermodell. Dann kommt der Coast und dann der Ocean. Also Richtung Meer gesehen, aufgebaut. Von der Beach angefangen, over the ocean. Richtig, genau. Where my Bonnie is. Ne? Also, Mensch, also wir können ja sehr schön. Jetzt hat ja Wohnmobil und Camper den Vorteil, man ist mobil und da, wo ich schlafen will, schlafe ich. Hat man als Hotel immer so den Standortfaktor, was habe ich ringsum in der Peripherie? Da sind wir ja eigentlich irgendwie so gut aufgestellt. Was habt ihr in der Nähe? Den Wildpark, was noch? Gegenüber ist sozusagen in fußläufiger Entfernung der Wildpark. Da gehen die Gäste dann oft zu Fuß hin. Ja. Und das wiederum bietet sich natürlich für so Campingurlaub, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind oder mit einem kleinen Camper, sehr gut an, weil die müssen nicht jetzt noch wieder jede Tasse festschnallen, um dann wieder losfahren zu müssen, um eine Sehenswürdigkeit zu erleben. Das ist nämlich ein ganz anderer Urlaub als zum Beispiel mit dem Wohnwagen oder im Hotelzimmer. Da suche ich mir einen festen Platz oder ein festes Hotel. Da bleibe ich dann mindestens eine Woche oder auch nur 5 Tage, keine Ahnung. Und habe dann aber meinen Pkw dabei und fahre dann damit die Ziele einzeln ab. Genau. Bei uns ist es dann halt so, wir haben nur den Wildpark direkt gegenüber, die Oase sozusagen um die Ecke. Ja. Da müsste man sich dann schon das Fahrrad abschnallen. Den Inselsee, die ganze Infrastruktur, die Altstadt. Also es reicht, sag ich mal, so für eine halbe Woche. Maximal eine Woche. Also gerade, wenn ich mit dem Camper unterwegs bin. Aber Güstrow ist ja trotzdem zentral gelegen. Aber es ist ein geostrategisch sehr günstiger Standort, um von uns aus mal nach Schwerin rüberzufahren, nach Wismar rüberzufahren. Ja. Rostock, Warnemünde, die Seenplatte, die Mecklenburger Schweiz. Also man ist in kürzester Anfahrtzeit und zwar ohne in irgendwelche großen Staus zu geraten, ist man dann da. Genau. Habt ihr jetzt die Tendenz gehabt nach Corona, dass im Prinzip so die Zahlen wieder annähernd steigen auf das Level vor der Pandemie oder ist noch Luft nach oben? Also es war eigentlich für uns im touristischen Markt eher umgekehrt. Also wir hatten natürlich im Winter nichts zu tun und dafür aber im Sommer umso mehr. Okay. Na, das heißt, da waren wir eigentlich zu klein. Da hätte man am liebsten das Hotel aufpusten möchten. Auch den Caravanplatz natürlich. Da war dann sehr stark belegt. Und ich denke schon, wir rechnen schon damit, dass sich das jetzt ab 23 wieder etwas normalisiert. Wir haben es letztes Jahr schon gespürt. Da waren es, glaube ich, landesweit so 5-7% weniger Nachfrage. Weil es ganz klar, die Leute konnten nicht nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich. Die sind halt in Deutschland geblieben. Und wir haben viele Gäste gesprochen, die zum ersten Mal überhaupt in den neuen Ländern oder sogar in Mecklenburg waren. Die sagten, das ist so wunderschön, wir kommen wieder. Genau. Marian, wann warst du denn bei uns unterwegs? Wann ist denn diese Reiseführer entstanden? 2019. Also das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ja. Genau. Wir waren übrigens auf dem Campingplatz bei euch, beim Hotel. Ach, danke schön. Ach, guck an, ja, sehr schön. Und hast du noch was besucht? Also warst du irgendwie direkt in Güstrow in der City oder im Wildpark? Ja. Beides, ja. Ja. Und dann mit Hund, ich weiß, du hast auch noch einen Sohn, den Robin, musste der überall mit? Oder? Meine Kinder mussten in der Jugend mit, da war ich noch komplett auf USA fokussiert. Ui. Und habe da etliche Wohnmobilreiseführer gemacht oder Individualreiseführer. Auch schon, okay. Da mussten die mit. Heute sagen sie, es war immer ganz schrecklich. Ich habe damals den Eindruck gehabt, sie waren sehr begeistert. Ja. Den Eindruck gehabt. Das heißt, es war dann gar nicht so. Okay, da werde ich Robin mal fragen. Wenn man in den USA war, wie kommt dann der Wunsch nach Mecklenburg-Vorpommern? Oder gab es da eine Ausschreibung? Wer von uns Journalisten oder Redakteuren möchte nach Mecklenburg-Vorpommern? Das gesagt, wollte ich immer schon mal hin. Also durch Corona eben ist ja dann der Fokus komplett auf Deutschland plötzlich gelegen. Da waren Fernreisen und auch überhaupt auch europäisches Ausland ja komplett vom Tisch. So ist es eigentlich mit da zustande gekommen, dass ich eher dann in der deutschen Ecke unterwegs war. Ja, genau. Und achtest du jetzt, du hast ja gesagt, so Halligalli-Plätze sind nicht so deins. Wie ist das denn aufgebaut? Gibt es dann im Prinzip Kategorie Hygiene, Sanitär,
Strandnähe, gibt es irgendwie mehr 3 von 5 Sternen oder 5 liebgemeinte Sterne von 5 oder wie ist die wie sind die Bewertungskriterien? Also die werden in sich nicht bewertet, weil ich die schon so aussuche, dass eigentlich Plätze, die jetzt auch durch das Raster fallen würden, gar nicht dabei sind. Also schon wirklich Plätze, die einen guten Hygienestandard haben, die eine gute Lage haben. Da freut sich unser Detlef gerade. Also das, da fällt alles raus, ja, was so jetzt nur suboptimal in irgendeiner Form wäre. Okay. Ja, und dann ist im Infoteil eben die Adresse, wie man hinkommt, die GPS-Daten, Beschreibung vom Platz, Beschreibung von Sanitäranlagen. Okay. Also im Prinzip hast du jetzt hier keine Flop-Top-Bewertung, sondern du hast immer nur schon die drin, die du empfehlst, ja, und sagst, wenn ihr genau dorthin fahrt, erlebt ihr das. Und dann hast du im Prinzip die Ausflugsziele wahrscheinlich mit dabei. Ja. Was hast du denn... Also bist du über diesen Reiseführer dann nochmal zur Camperin geworden oder warst du da schon immer? Das war ich, gut, man kann es nicht vergleichen. USA campen ist was komplett anderes, als man ja mit einem Schiff unterwegs. Das kleinste Wohnmobil, das man da mieten kann, ist ja größer als alles, was es bei uns zu mieten gibt. Ja. Aber das war schon eine sehr luxuriöse und coole Sache. Auf die Weise war ich, ja, eigentlich kann man es sagen, schon immer Camperin, ja. Genau. Gibt es also, jetzt einen Reiseführer von Mecklenburg-Vorpommern oder gibt es noch einen Band 2 irgendwann? Der ist schon ein paar Mal aktualisiert worden. Ah, ui, okay. Das heißt, ja, du kommst immer wieder hier hoch. Bis jetzt habe ich es noch vom Schreibtisch aus aktualisiert, aber ich werde jetzt auch mal wieder hochkommen, ja. Ja, dann gibst du mir mal Zeichen, ne, dass wir nochmal über die Schulter schauen. Das wäre ja toll. Wunderbar. Was ist für dich nochmal so wichtig? Liebst du dann auch wirklich am Camper dir selber mit dem Bunsenbrenner oder wir haben die Dreifachherdplatte gehört, selbst zu kochen? Oder sagst du, also mal eins so Frühstück vom Hotel oder mal so gebracht bekommen, wäre auch ganz nett. Also in Güstrow haben wir schon genossen, dass wir da zum Frühstücken nebenan ins Hotel gehen konnten. Aber ansonsten versorgen wir uns weitgehend selber, weil ja das gehört eigentlich irgendwie dazu zum Campen. Wenn ich da jetzt dauernd wo essen gehen würde, das ist ja das Schöne, vorm Camper dann abends zu sitzen, da zu essen. Und das ist dann schon, gehört schon zum Programm. Das kannst du dir in der Recherche nicht aussuchen, welche Gäste, und dann passt das hier mit einmal, ne? Das ist ja wunderbar, sehr schön. Bist du selber schon mal mit deinem Camper unterwegs gewesen, einmal so mal zu testen, wie ist das so? Wie wäre es, wenn ich mein eigener Kunde wäre? Also mit dem California speziell nicht, mit dem Reisemobil, mit dem Wohnmobil ja. Selbst bin ich allerdings auch Camper, ich habe einen Wohnwagen, also von daher bin ich relativ viel unterwegs. Okay. Na, aber jetzt speziell mit dem California direkt noch nicht. Es kommt ja immer drauf an, für was brauche ich das Fahrzeug? Ne? Und für meine Zwecke wäre halt ein Wohnwagen dann besser. Achso, dann wärst du wieder, genau, dann wärst du direkt bei Theo dann richtig aufgehoben. Eventuell, ja. Also es ist ja immer wichtig, dass die Familie dieses Hobby mitpflegt, ne? Oder sagt, komm Schatz, und nee. Also gibst du diesen Streit, Hotel, und hast du das mal gemerkt, dass vor deinem Mobil, vor der Mietung, ich will mal ins Hotel, nein, Wohnmobil, Hotel, nein, Wohnmobil. Nein. Gibt es sowas? Nein. Nein. Da sind die Leute sich einig, nicht? Und wie gesagt, nicht, wir sprechen einmal über den Wohnwagen und einmal über ein Wohnmobil. Beides hat Vorteile, nicht? Wohnmobil hat zum Beispiel, muss man sagen, auch einen Nachteil, das sage ich den Leuten. Leute, lasst das Mobil auf dem Park and Ride, wenn ihr irgendwo in die City wollt. Nicht, ihr findet keine Parkplätze. Ah ja, okay. 7,48 Meter lang. Dann kann man natürlich lieber einen Wohnwagen nehmen, da hat man sein Auto davor gehabt und kann dann natürlich das und das mit einem Auto abfahren. Ja. Muss man aber wirklich abwägen, nicht? Aber ich habe gesagt, ich nehme nur dieses Wohnmobil, ich sehe das für einen Urlaub, für die Familie an und dann muss ich davon ausgehen, das kann auch mal regnen. Okay. Dann möchten die Kinder beschäftigt werden und dann braucht man genug Platz. Ja, weil ich wollte noch, du bist ja auf engstem Raum dann, genau. Ja, das geht noch. Ich wollte ein Wohnmobil, weil viele Wohnmobile natürlich auch nach Skandinavien gehen. Mit der Fähre ein Wohnmobil und der 6 Meter wird als Pkw gewertet. Und da kosten meine Wohnmobile natürlich, die 7,48 Meter sind, schon bedeutend höhere
Fährgebühren. Also nur alles im Blick haben denn, ja? Nicht, deshalb, alles hat einen Vorteil. Ein Hotel hat einen Vorteil, die kleinen Camper haben einen Vorteil. Genau. Wir machen ja heute für alle im Prinzip das Programm, dass man sagt, Reiselust 2023, wo führt mein Weg hin? Gibt es so Trendfarben? Ich habe so gehört, wieder grün ist im Kommen, rot ist im Kommen. Also die Welt wird bunter. Tatsächlich, ja. Ja, die Welt wird wieder bunter. Regenbogenfarben. Ja, so nicht ganz die Richtung, aber so ungefähr. Und die kann ich dann also sehen, wenn ich gut stehe. Wir haben immer grau, schwarz, das war so die letzten Jahre. Ja. Aber das will keiner mehr, ne? Nein, jetzt, also wie gesagt, gern auch genommen die zwei Farbenlackierung wieder, ob es jetzt weiß, grün ist oder weiß, rot oder wie auch immer. Ach so, ne? Hat das denn so ein roter Streifen oder so? Ne? Ja, ich sag mal oben zum Beispiel weiß, unten rot, das ist so auch so eine schöne Farbe, aber das ist alles Geschmackssache. Das macht das alles ein bisschen lebhafter. Ne? Das ist halt Freizeit, Freiheit und das spiegelt so ein Fahrzeug auch wieder dann. Wenn ich jetzt sage, komm, ich bin Surfer, Hobbysportler, Freizeit, ich gehe gerne auf Berge klettern und meine Frau auch. Wie viel Wartezeit muss ich jetzt einplanen? Wahrscheinlich nicht so viel wie beim Trabant damals, aber jetzt sagt, komm, Ronny, mal ein Angebot, ich brauche das. Was muss ich einplanen? Relativ schwer zu sagen, aber zwischen 12 und 18 Monaten sollte man im Hinterkopf behalten. Also ein Urlaub fürs nächste Jahr. Ja. Okay, Respekt. Hinzu kommt, dass, wie gesagt, diese Reise-, Freizeit-, Mobilbranche, die ist ja halt gestiegen, jetzt auch gerade Corona-bedingt. Ja. Letzten Jahr waren das weit über 20.000 Kalifornier, die ausgeliefert wurden. Das ist schon eine Menge, ne? Und das reicht nicht. Ist denn schon so weit oder kommt das jetzt erst hier bei uns im Norden an, dass sich auch dieses Auto lohnt? Ja, also wie gesagt, wir verkaufen natürlich auch einige davon. Das ist natürlich jetzt nicht das Brot- und Butter-Auto. Es gibt Regionen, da gehen die Fahrzeuge besser. Ist ja irgendwo auch, der Geldbeutel kauft ja irgendwo mit. Ja. Ne? Aber wie gesagt, die Zahlen, die steigen. Reisemobile, das ganze Camping, das läuft weiter, wird verstärkt sich immer mehr. Wir schauen mal gleich rein in Theos Wohnmobil, da werden wir gleich ein paar Bilder einspielen. Aber nochmal Marion, wenn damit die Güstroer den Caravan hier kaufen, oder den Camper heißt er, ne? Gibt es da Reiseziele ab Karlsruhe abwärts? Was können wir uns bei dir in der Gegend so angucken? Ganz viel. Ich habe noch einen Reiseführer vom Bodensee. Nein, was für ein Zufall, ehrlich. Ja. Ja, vom Schwarzwald, also vom kompletten Schwarzwald, Nord und Süd, von der Pfalz, also. Und das ist alle für den gleichen Verlag geschrieben dann? Ja, genau. Uiuiui. Oder wenn es weiter sein soll, Korsika, das ist eins meiner Lieblingsbände, das Korsika-Buch, ja. Genau. Also ich wäre ja, also mittlerweile sind wir so am Überlegen, Richtung Italien mal uns auf den Weg zu machen. Gibt es da auch schon ein Band von dir? Ja, das habe ich ja vorhin gesagt. Da würde ich jetzt gerne als nächstes. Ach, das ist dann in Auftrag gegeben. Okay, gut. Dann melde ich schon mal Bedarf an. Dass ich dann, und dann gucke ich mal, ob ich erstmal klein anfange mit dem VW. Also von welcher Preisklasse, was muss ich so am Budget mitbringen? Dass ich sage, so Mindestausstattung, 18.000 reichen dann nicht. Ne? Nein, da müssen wir ein bisschen draufpacken. Da habe ich schon mal das Reserverad wahrscheinlich. Genau. Aber wie gesagt, wer Interesse hat, kann einmal bei uns auf die Seite gucken. Das Fahrzeug, was ich heute auch mitgebracht habe, steht auch noch zum Verkauf. Ja. Dann hat man ungefähr eine Richtung, wo wir da liegen. Ja. Jetzt lassen wir kurz mal ein paar Bilder von Theos Wohnmobil sprechen und dann sprechen wir gleich über das Wohnmobil. Die laufen jetzt mal so gerade durch. Theo, auf was würdest du denn achten? Du hast ja schon gesagt, du hast eine Grundausstattung. Was ist so dein Highlight, wo du sagst, das ist eigentlich immer das, was ich meinen Kunden als erstes zeige? Ja, Einzelbetten. Hä? Ja, die Einzelbetten. Will man? Wir haben uns ja vorhin schon unterhalten. Will man nicht kuscheln im Wohnmobilurlaub? Bei mir hat man die Möglichkeit, eine ganze Kuschelwiese. Okay, da bin ich wieder bei dir. Nee, man kann was rausziehen, das zeige ich dir nachher noch. Und dann kann man, hat eine ganze Spielwiese auf Deutsch gesagt. Nee, aber Einzelbetten ist das Wichtigste mit bald, weil wenn man nachts mal auf Toilette gehen will, müsste einer immer beim anderen mit drüber wach machen und so weiter und so fort. Vielleicht muss der ja auch auf Toilette. Ja, dann muss das auch die gleiche Zeit sein. Ach so, okay. Ich habe vorhin schon erwähnt, im Wohnmobil soll absolut nicht geraucht werden. Wenn aber jetzt ein Raucher bei ist, und das verstehen die Leute eigentlich auch, und die sagen, Menschenskinder, ich möchte doch noch mal raus und so weiter und so fort, dann braucht keiner über einen anderen rübersteigen. Also Einzelbetten ist was ganz, ganz Wichtiges in meinen Augen. Dann natürlich, dass das Schlafzimmer komplett mit einer Tür getrennt ist zum Wohnraum.
Das heißt, wenn jemand müde ist, dann kann er sich hinten hinlegen, macht die Tür zu. Aber nicht während der Fahrt? Nein, es ist nicht gestattet. Gut, okay. Aber ich bin auch ehrlich. Und nicht Autopilot, wie es mal war. Und dann fahre mich mal hin im Schlaf, okay. Nein, das ist eigentlich nicht gestattet. Das kam aber schon mal vor. Ich habe sehr, sehr wenig Zeit und so weiter. Und jedes Jahr heißt das für mich natürlich als Spitzel-Fan, nach Pardubice zu fahren. Und wenn man dann am Sonntag um 18 Uhr, wenn das Rennen zu Ende ist, und muss Montag wieder arbeiten, nicht, dann ist das schon mal eingeplant gewesen, dass ich meine Augen hinten zugemacht habe während der Fahrt. Aber es hat keiner gehört. Nein, natürlich nicht. Wir sind ja auch hier, alles gut, wir sind hier unter uns sozusagen. Genau. So Einzelbetten haben wir gehört, etc. Ja. Dann hat heute auch der Camper den oder der Wohnmobilnutzer den Anspruch, also von der Küchenausstattung haben wir gehört, Herd sowieso, Gefrierfach, Kühlschrank, Mikrowelle, was ist da alles? Oder muss ich nachher so? Ja, ganz wichtig. Es gibt konkret Leute, die haben jetzt zweimal schon Wohnmobil bei mir gemietet, haben letztes Jahr wieder für dieses Jahr gemietet und haben gesagt, sie möchten das Wohnmobil mit einem Backofen zu haben. Das Wohnmobil. Es wird ja immer krasser. Ja, ja, Backofen. Das hat einen Backofen noch zusätzlich. Ein anderes Wohnmobil, wenn Leute gerade nach Italien zum Beispiel fahren, Kroatien, die legen zum Beispiel Wert drauf auf der Standklimaanlage. Okay, wenn ich stehe, dass ich auch im Prinzip im Auto akklimatisiert werde. Richtig, muss man dabei bedenken, 2,3 kW, es geht nur über Außenstrom. Deshalb ist es gut, dass es diese Plätze gibt, wo jedes Wohnmobil nicht seine Steckdose dran hat. Genau. Nicht, was ist noch wichtig? Viel zum Wasser. Genau. Womit wird da gespült, gewischt, gemacht? Ja, gibt es natürlich Frischwassertank, Abwassertank, alles drum und dran. Aber das zeige ich dir nachher noch alles. Ja gut, wir haben schon einige Bilder gesehen, aber ich freue mich nachher über eine private Führung. Vielleicht fahre ich dann nachher mit dem Wohnmobil hier gleich nach dieser Sendung da Richtung Italien und dann bin ich erstmal weg. Genau. Eins kommt noch. Gerade wenn man viel zum Wasser, Mecklenburgische Seenplatte. Ja. Was verdammt wichtig ist, wenn man am Wasser ist, man hat Mücken natürlich und so weiter. Das heißt, ich habe darauf Wert gelegt, dass man alles zumachen kann, trotzdem frische Luft drankommt, aber dass keine Mücken, kennt jeder, nachts eine Mücke, man will schlafen. Naja, also das sind so Grundausstattungen, aber dann hat sich's nachher auch. Nicht, das sind ja Leute, die möchten das kennenlernen, weil sie vielleicht ein Wohnmobil mal kaufen möchten. Und die kommen dann auch an, wir möchten jetzt 14 Tage mal Urlaub machen. Und wenn ein Wohnmobil, wie gesagt, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Aber wenn ich denn da 5 Tastaturfelder habe, alles drum und dran, die Einweisung in ein Wohnmobil, wer keine Erfahrung hat, das kann 2 Stunden dauern. Okay. Gut. Aber wie schön du Mücken nachmachen kannst, wenn du immer wieder neue Fähigkeiten hier. Wahnsinn, sehr schön. Gut, schnelle letzte Runde, dann noch einmal. Auf was habt ihr euch jetzt spezialisiert? Ihr habt ja noch, ich glaube, wie viele Hotels habt ihr hier im Raum Güstrow? 1, 2, 3? Ja, wir bewirtschaften das Sweet Dream Hostel direkt am Markt in den Räumen des ehemaligen Hotels Stadt Güstrow. Ah ja, genau. Wir haben das Hotel Altstadt, damit habe ich hier 1992 angefangen. So lange schon, okay. Ja. Und das Hotel am Tierpark samt Karawanenplatz. Genau. Welche Gäste sprecht ihr am Tierpark an? Sind das die typischen Familien dann, die zu euch kommen? Also das Hotel am Tierpark haben wir spezialisiert auf Urlaub mit Familie, also mit Kindern. Wir bieten viel für Kinder an, haben auch da kleine Hasen zum Streicheln, wir haben Spielplatz. Und ihr habt die nicht aus dem Wildpark geklaut? Nein, nein. Die haben wir aber auch in Asyl genommen sozusagen. Okay. Ja, ja. Und wir haben schon einen Bienengarten, da machen wir auch Bienenführungen. Wir verkaufen den Honig, den wir dort imkern. Es gibt ihn auf dem Frühstücksbuffet in Form einer ganzen Honigwabe. Wir haben uns spezialisiert auf Urlaub mit Hund. Wir haben spezielle Hundezimmer und einen großen Hundeauslauf vor dem Hotel, der sehr gerne genutzt wird. Und eben Aktivurlaub mit Fahrrad, haben auch einen eigenen Fahrradverleih am Hotel, verleihen auch E-Bikes. Und haben Unterstellmöglichkeiten, geschützte Unterstellmöglichkeiten für teure E-Bikes oder auch Fahrräder. Ja, okay, super. Marion, du hast auch nochmal gesagt, ihr wart mit Hund unterwegs. War das für dich entscheidend, dass ich so mal wenig Hotelauswahl mit Hund war und du sagst, ich möchte den Hund immer dabei haben, dann macht Wohnmobil einfach mehr Sinn? Unbedingt.
Boah, das war jetzt keine bewusste Entscheidung mit dem Hund, aber es ist natürlich unglaublich schön campen mit Hund. Also es ist wirklich, wenn der Hund da die ganze Zeit vor oder in oder ums Wohnmobil sein kann, also das ist wirklich entspannter. Ja. Und dann nochmal eine Frage, also meine Frau ist definitiv immer die Beifahrerin überwiegend. Fährst du das Wohnmobil auch selber und sagst, nee, jetzt möchte ich aber mal, oder genießt du es einfach, gefahren zu werden und dann bitte, mein lieber Schatz, fahr mich hin, aber ich will hier genießen? Ich fahre nicht so gerne selber, gebe ich zu. Aber oft ist es eben auch so, dass es sich von selbst anbietet, weil ich halt nebendran sitze, die Route angucke, wo fahren wir als nächstes hin, weil ich halt eben auch so ein bisschen navigieren nach meinem Plan, der fertig ist. Wir fahren nicht drauf los, sondern es ist vorher schon durchgetaktet, wo wir wann hinwollen. Und dann lotse ich eben dann nebendran und mein Mann fährt. Du musst auch nebenbei schreiben, genau. Ja. Fahren. Wunderbar. Also wenn mal längere Autobahnstrecken, ja, dann wechseln wir uns natürlich ab. Aber jetzt auch gerade durch enge Städte und so fahre ich gar nicht gerne. Und wie wichtig ist es als Frau, damit man nicht so oft anhalten muss, eine Toilette an Bord zu haben? Oder darf man während der Fahrt nicht pullern gehen? Während der Fahrt schwierig. Aber ja, das finde ich schon gut. Okay. Also beim Thema. Marco Polo gab es es ja auch nicht. Und wenn man es dann aber hat, wie beim Hümer, das ist schon sehr, sehr angenehmer Luxus. Okay. Ja. Okay, der liebe Detlef Hertz hat aufgenommen. Ihr kommt wieder irgendwann und guckt dann wieder bei uns ein. Dann halt uns bitte auf dem Laufenden. Ja, wir haben eindrucksvolle Bilder gesehen. Mal gucken. Ich glaube, du musst auch schnell los. Das Telefon klingelt jetzt wahrscheinlich. sagen viele, bis dieses Jahr ist überschaubar. Da planen wir erst und dann kommen wir zum VW Autohaus Nord. Ja, und Theo, ich stelle mich einfach mal hinten an. Ich gucke jetzt mal nochmal in Ruhe dein Wohnmobil durch und dann gucken wir mal, ob ich mit dem Ding nachher unterwegs bin oder ob du es heute noch wieder kriegst. Ich hoffe, wir konnten Sie einstimmen auf das Reisejahr 2023. Ja, vom typischen Hotelgast, Familienurlaub bis über die Dreamliner und Ocean-Entdecker und Beach Boys bis hin zu getrennt schlafenden Eheleuten im Wohnmobil haben wir heute alle mitgenommen. Reiseführer gibt es bei Marion dann in Karlsruhe. Ist es überall zu kaufen? Also, oder gibt es das in... Ja, okay, gut. Überall, ja. Kannst du überall kaufen. Genau. Dann schaut also bitte Marion Landwerfer aus Karlsruhe hier bei uns in der Gegend. Dann ist das gesichert für dieses Jahr. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ja, und schreiben Sie uns gerne eine Karte. Tschüss.